Die niedrigen Zinsen waren lange Zeit der Treiber für den Boom an den Immobilienmärkten. Im Schlepptau konnten auch Immobilienfonds, Aktien und auch REITs profitieren. Fragen dazu jetzt an Chris Jakobiak von La Française Asset Management. Schön, dass Sie hier sind auf dem Parkett der Börse Frankfurt. Werden denn die niedrigen Zinsen auch in diesem Jahr ein stützender Faktor für die Immobilienmärkte sein? Ja, auf jeden Fall. Also wir sehen, dass die Zinsen und die Wahrscheinlichkeit für einen möglichen Zinsanstieg effektiv bei Null sind. Und das wird eine gute Basis sein, auch für dieses Jahr für die REITs. Nicht nur in Deutschland sind Immobilien gefragt, sondern in nahezu allen Regionen dieser Welt, Herr Jakobiak. Was sind denn neben den niedrigen Zinsen die weiteren Treiber für die Immobilienpreisentwicklung? Ja, am Markt herrscht einfach ein sehr starker Renditehunger. Den Leuten fehlt es an Alternativen, in denen sie investieren können und starke Renditen erwirtschaften können. Und darüber hinaus haben Real Estate eine eigene Unterklassifizierung in Indizes bekommen, sodass auch die Indizes und Benchmark-getriebenen Anleger einfach viel stärker in diesen Sektor investieren und dafür garantieren, dass auch dieses Jahr REITs einen guten Ausblick haben. Sie sind in diesem Sektor mit dem Veri Real Estate unterwegs. Wie sieht aktuell die Länder- und Regionenallokation aus? Die Regionenallokation ist mit über 50% in Europa derzeit gewichtet. Das haben wir im letzten Quartal etwas aufgebaut. Auf der Länderseite sind wir mit 23% in Kanada unterwegs und mit 13% in Singapur. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Arten von Immobilien. Also man kann nicht nur drin wohnen, sondern auch Gewerbe betreiben oder Logistik etc. pp. Wo sind Sie schwerpunktmäßig, in welche Arten von Immobilien investiert im Fonds? Aktuell das größte Gewicht liegt bei 27% in dem Industrie-REITs-Bereich, das ein sehr populärer Sektor momentan ist, da er von E-Commerce und von Datenzentren sehr stark boomt. Und der zweite große Aspekt sind 23% die diversifizierten Immobilienentwickler. Ich habe es angesprochen, es war ein sehr gutes Jahr 2019. Sie haben 26% mit dem Fonds Plus gemacht. Die Anleger wird es gefreut haben. Und die fragen sich natürlich, kann es in 2020 so weitergehen? Was glauben Sie? Ja, wir haben in den ersten 5 Wochen bereits 7% Rendite erwirtschaften können und würden uns freuen, wenn wir das im folgenden Jahr jetzt noch weiter vervollständigen können. Und sind positiv gestimmt für das Jahr 2020. Dann sage ich toi 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 für 2020. Chris Jakobiak von La Française Asset Management. Dankeschön fürs Gespräch.